Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Let's Play Transport Fever. Wir sind in Hilst. Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen hier uns um längere Züge gekümmert und ich habe auf meinen schlauen Zettel stehen. Unter anderem hat der Philipp geschrieben, dass unsere orangene Lok, und da gucken wir mal gerade nach, wo die ist. Das ist nämlich, wenn dann zack, 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 Zug, 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 nicht der, sondern der. Wo ist denn da die Bahn? Hier. Die müssen wir mal angucken. Da hat nämlich der Philipp, die fährt gerade hier rein in den Tunnel. Philipp hat nämlich geschrieben, dass die rostet. Müssen wir nämlich mal nachgucken, da müssen wir nämlich auch Fahrzeugersatz erstellen. Gucken wir gleich mal, wenn sie rauskommt hier. Rostet die? Oh ja. Man sieht, der Schornstein, der ist schon etwas bräunlich. Und die Farbe geht auch langsam ab. Man sieht es ja auch, wird langsam gelblich. Müsste man Fahrzeugersatz machen. Dann wurde noch geschrieben, dass dieser Zug, der gerade vorbeifährt, ganz viele Wägelchen hat. Dass da sozusagen die fahren da eigentlich mit. Der ist voll. Super. Dass sozusagen, dass er auch besser ist, wenn dann eine stärkere Lok nicht aufrüsten. Züge kaufen. Und zwar die hier. Die hat ein bisschen mehr und kann auch schneller fahren. Nehmen wir natürlich dann auch in Orange. Tun wir einmal kaufen. Zack. Und den lassen wir jetzt noch schnell reinfahren. ETC. Lass mal nur ETC nennen. Oh. Straßenfahrzeug 12 hat die Lebensdauer erreicht. Okay, da müssen wir ja heute wirklich mal bisschen ja drauf gucken, wie das hier alles abläuft. So. Müssen wir dann im richtigen Moment umdrehen, wenn er Geld gemacht hat. Und zwar jetzt. Ja. Alles ist gut. Und ist die Depot ein bisschen blöd gesetzt, aber okay. Oh, jetzt müssen wir ja ganz klar gucken, wo die Weiche ist. Da hatte nämlich auch der Philipp geschrieben, dass wir den Zug zu zeitig gewendet haben und es dadurch zu Problemen gekommen ist. Zack, 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 zack. Und stopp. Und drehen und ins Depot. Und das auch mal ein bisschen schneller hier. Da können wir dann den Zug ranhängen. Und wir warten ja schon wieder ein paar. Genau. Und dann tun wir die alte Lok verkaufen. Hier zack. Und den nach oben. Oh ne, das ist nicht gut. Muss man das ja auch so scrollen? Ist ja dämlich. Warte mal. Mach es am besten mal so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und dann wieder nach oben. Zack, mal immer abwechselnd, ja. Zack. Zack. Oder machen wir die alten, machen wir weg. Und machen wir dann neue hin. Können wir auch machen. Zack. Zack, 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 zack. Und müssen wir nicht so schnell machen hier. Und dann noch ein paar Waggons kaufen hier. Wagen. Die hier. Zack, zack, zack. Zack. Und zuweisen auf diese Linie. Ich glaube, die sind jetzt nicht orange. Wir werden das gleich rausfinden. Aber das stört uns jetzt erstmal nicht. Jetzt geht auch mal an den Fahrzeugersatz. Und da gehen wir mal hier hin.
Genau, alle. Guck mal doch mal. Fahrzeug wählen. Passagier. Da haben wir bisher nur eine. Nochmal okay. Ja. Fahrzeug wählen. Postkutsche, okay. Ja. Fahrzeug wählen. Postkutsche, okay. Und ja. Dann ja auch die Postkutsche auswählen. Zack. Und ja. Und hier auch die Postkutsche auswählen. Und ja, drücken. Ein bisschen runter scrollen. So, Fahrzeug wählen. Genau. Und das ist der letzte Bus hier erstmal. Zack und auf ja. Das sind Züge. Aber den haben wir zwar gerade hier. Ja, den haben wir gerade gemacht. Der ist noch nicht so alt, glaube ich. Aber der hier. Jetzt Malmo kann man so machen. War, glaube ich, so ein bisschen dunkler. So haben wir den gemacht. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ja, 8. Ja. Und hier hinten noch Linie 1. Linie 1 kriegt noch Postkutschen. Eine frische Linie. Was ist denn das für eine Linie? Wo ist denn die? Die ist in Valmo. Da brauchen wir kurz mal hier die Übersicht. Eine 400 gibt es schon. Das ist ja die 500. Bus 501 Malmö. Zack. Genau. Betriebskosteneinnahmen macht Minus. Nicht gut. Unser Zug, wo ist er denn? Die Zuglinie. Die macht am meisten. Wenn wir Diagramme gucken. Finanzen. Ja, das ist ein gutes Ziel. Schaut auch gut aus. Ja, das schaut auch gut aus. Es wird ja noch alles. Nähert sich dem Guten. So, was haben wir jetzt hier? Wir hatten irgendeine, die wollten wir nicht machen. Ja, das, ja. Ja. Geht. Kann man lassen. Kann man lassen. So, Fahrzeugersatz. Um den Fahrzeugersatz haben wir uns jetzt gekümmert. Guck mal, der kämpft schon wieder hier hoch zu. Weiß nicht, da können wir uns ja so langsam, haben wir denn noch viel Geld zum Zurückzahlen? Ich leihe erstmal hier ein bisschen was zurück. Wieder eine Million weg. Man sollte zwar nicht so viel, aber wir haben ja gerade ein stabiles Plus. Und hier warten ja auch sehr viele. Ne, hier am Bahnhof. Genau. Oh, habe ich auf Vollspeed? Das wollte ich nicht. Ja, und der geht wieder voll. Und hab wieder 500 hier. Weiß gar nicht, wie am Anfang. Ich glaube, das sind 3 Millionen. Bin mir da gar nicht sicher. Hier ist Alfhausen. Eigentlich ist ja Alfhausen unsere Hauptstadt. Und wenn wir hier mal so reingucken. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte hier Städte. Das Alfhausen, glaube ich, auch ganz oben. Nee, so Brock hat es überholt. So Brock ist gerade ein bisschen besser dran. Aber Alfhausen kriegt jetzt zu Emmershausen eine Schiffverbindung.
Und diese Schiffverbindung, die kommt hier hin. Hier so, habe ich so geplant. Kommt in den nächsten Folgen dann. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sind zwar gerade im leichten Minus, aber wir haben ja auch gerade 2 Millionen zurückgezahlt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ciao, ciao, euer Citresus.